Niederwörresbach im Hunsrück. Seit Jahrhunderten ist hier, wenige Kilometer von der Hochburg Ida Oberstein, die Edelsteinbearbeitung zu Hause. Wie auch die Familie Kreis. Mütterlicher und väterlicherseits zusammengerechnet, bringt die Handwerkerfamilie sagenhafte 700 Jahre Edelsteinbearbeitung mit. Alexander Kreis ist Vertreter der jüngsten Generation. Der 29-Jährige hat nach der Ausbildung den Meisterweg eingeschlagen und nun erfolgreich absolviert. Und das war immer schon mein Vorbild und ein Berufsziel, wenn ich in den Beruf gehe, den Meister auch zu machen. Und der Meister findet auch, wenn wir im Ausland reisen, sehr viel Anerkennung, ob es in China ist, in den USA. Und der deutsche Meistertitel hat einen sehr hohen Stellenwert und deswegen habe ich ihn gemacht. Seine Entscheidung für das Edelsteinschleiferhandwerk hat Alexander Kreis frühzeitig getroffen, denn schon als kleiner Junge war ich nach der Schule immer in den elterlichen Betrieb gegangen und hatte dort meine Hausaufgaben gemacht und danach natürlich meinem Opa über die Schulter geschaut, wenn er hier gearbeitet hat, poliert hat. Und so frei wie mein Opa ist, hat er mir natürlich dann auch mal einen Stein in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt gehen wir mal zusammen ans Polieren. Und das waren eigentlich so mit 8, 9 Jahren meine ersten Versuche und ersten Erfahrungen in dem Handwerk überhaupt. Heute steht Alexander zusammen mit den Geschwistern Vanessa und Carsten und den Eltern Stefan und Sonja im Unternehmen. Dabei kommt dem frisch gebackenen Handwerksmeister die wichtige Rolle der Steinbearbeitung zu. Eine Aufgabe, die sich oft genug mit hohen Werten verbindet. Was geht dem 29-Jährigen durch den Kopf, wenn er Edelsteine im siebenstelligen Euro-Bereich in Händen hält, für die er Verantwortung trägt? Wenn man den Stein bearbeitet, dann darf man nicht darüber nachdenken, mit welchen Werten man hier jetzt gerade in der Hand hat oder was passieren könnte, wenn man den Stein bearbeitet, sondern man baut ein gewisses Gefühl zu jedem Stein auf. Selbst beim Schleifen, jeder Stein hat seinen eigenen Charakter. Und wenn man jetzt Bedenken hätte, dass da was schief gehen könnte, dann ist es besser, man legt den Stein zur Seite und bearbeitet ihn an einem anderen Tag. Auch wenn der Meisterbrief in seinem Handwerk keine Voraussetzung zum Führen eines Betriebes ist, war das Erreichen dieses Qualitätssiegels für Alexander Kreis selbstverständlich. Damit ist er ein gefragter Fachmann und übernimmt im Kreisschen Traditionsunternehmen die wichtige Rolle der Steinbearbeitung. Wie vor ihm schon Vater, Großvater, Urgroßvater und deren Vorgänger. Was würde er antworten, wenn ihn von außerhalb ein verlockendes Abwerbeangebot erreichen würde? Das Angebot müsste ich ablehnen. Denn ich könnte mir nicht vorstellen, für eine andere Firma, ich sage einfach mal, einfach nur zu arbeiten. Denn es steckt eine ganze Passion dahinter. Von das Reisen an die Minen direkt, dort die Edelsteine auszuwählen, die man nachher im eigenen Atelier schleift, selbst nicht nur traditionell mit Facetten, sondern auch neue Wege beschreitet, indem man die verschiedenen Techniken mischt und wie gesagt, diese ganze Passion von der Mine direkt bis zum Endkunden, man hat mit Juwelieren, Goldschmieden zu tun, wie auch dem Privatmann bei sich selbst und das kann man nicht einfach aufgeben, indem man einfach nur lohntechnisch oder ich sag mal dafür arbeiten würde. Das ist eine Lebensphilosophie. Die Meistermacher für das Edelsteinschleifer- und Graveurhandwerk sind im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege der Handwerkskammer in Herrstein zu Hause. Die Einrichtung hat sich bundesweit und sogar im europäischen Raum einen erstklassigen Namen erarbeitet. Der nächste Meistervorbereitungskurs beginnt für Edelsteinschleifer und Graveure im Januar 2017. Mehr Infos dazu wie auch das umfangreiche Bildungs- und Beratungsangebot unter hwk-koblenz.de.